Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video auf unserem Kanal. Ja Freunde, bevor ich jetzt allgemein mit diesem Video hier anfange, wollte ich mal eben, dass ihr aktiv jetzt das in die Kommentare schreibt. Und zwar habe ich mir überlegt, meine Haare wieder lang wachsen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das richtig Deutsch war. Dass ich auf jeden Fall meine Haare jetzt nicht mehr so kurz lassen werde, sondern dass ich die wieder anfangen lasse zu wachsen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr es kurz besser findet oder halt mit langen Haaren. Ja, Freunde, und wie ihr wahrscheinlich schon den Titel entnehmen könnt, geht es heute um die besten Supreme-Produkte. Ich habe jetzt einfach die Supreme-Produkte rausgesucht, die ich selber besitze. Das heißt einfach sozusagen von mir die besten Supreme-Produkte, die ich so besitze. Ist natürlich meine Meinung, das heißt, können auch andere sagen jetzt, dass sie das cooler finden oder das cooler finden. Aber Freunde, bevor ich jetzt mit den Produkten starte, wollte ich eben euch nochmal andere Produkte zeigen. Und wie der ein oder andere vielleicht schon wissen sollte, arbeite ich zusammen mit der Marke Peekes. Die haben vor ungefähr 5 Tagen ihre neue Kollektion released und die ist wirklich meiner Meinung nach die beste, die sie bisher released haben. Haben mir freundlicherweise auch 3 Pieces zugesendet. Ich werde euch jetzt auch 2 schnell zeigen. Als erstes ganz klassisch eine Cap, wo vorne Takeover draufsteht. Cap an sich, Freunde, ist wirklich eine gute Qualität. Also für die Leute, die Caps tragen, checkt das auf jeden Fall aus. Ich glaube sogar, die haben auch noch eine andere Cap, aber auf jeden Fall diese Takeover Cap. Hinten steht dann nochmal Peekes drauf und innen drin ist da auch alles mit Peekes bedruckt. Natürlich, Freunde, ein oder andere wird es wissen, mir stehen Caps leider nicht so gut. Deswegen werde ich die, denke ich, auch mal kaum tragen. Aber allgemein habe ich bisher so die ganzen Kappen von Peekes gesammelt. Wie gesagt, hier vorne ist auf jeden Fall eingestickt Takeover, wirklich sehr, sehr fresh. Hat meines Erachtens nach auch einen coolen Fit, da ich es jetzt schon ein paar Kumpels von mir gesehen habe. Hat hier an der Seite noch zwei Rips, genau. Auf jeden Fall eine sehr frische Cap. So, Freunde, kommen wir dann aber auch schon zu, wie ich es auch schon auf Instagram gesagt hatte, falls ihr es mitbekommen habt, zu den heftigsten Teilen meiner Meinung nach. Und zwar ist das dieser Hoodie hier. Und zwar steht da einfach vorne wieder Fett Takeover drauf, genauso wie bei der Cap. Dann haben wir hier oben auf der Kapuze noch ein kleines Etikett, wo Peekes drauf steht. Und sogar noch am Ärmel ein kleines Detail. Das sind irgendwie so 2 Blitze, die halt so übereinander gehen. Klar, Hoodie an sich ist jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches, bis auf vielleicht noch diese langen Gummi-Drawstrings, die man aber auch austauschen kann. Die kann man zum Beispiel auch weiß machen. Aber Freunde, bei dem ist auf jeden Fall die Qualität und der Fit wirklich überkrass. Also muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon jetzt auf Instagram des Öfteren gesagt, aber Freunde, die Qualität und der Fit ist wirklich krank. Ich bin 1,82 groß, trage da drin eine L und der Fit ist wirklich überkrass. Das auf jeden Fall dazu, Freunde, nochmal eben ein bisschen Werbung für Peekes. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an die Jungs, die mir das zugesendet haben. So, Freunde, jetzt aber ohne groß hier rumzulabern, würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum ersten Supreme-Produkt, was ich persönlich von meiner Kollektion am coolsten finde. Ist eigentlich direkt eine etwas traurigere Story, und zwar hätten wir hier nämlich meinen Supreme Beach Ball. Vielleicht sieht man es, Freunde, der Beach Ball ist leider nicht mehr heile. Als ich den gekauft hatte, habe ich den auch irgendwie vielleicht 3-4 Wochen gegeben, bis der kaputt ist. Allerdings hat er sich wirklich sehr, sehr gut gehalten. Bis dann der liebe Jan Resell vorbeikam. Nee, also Jan, Johnny und Finn waren übers Wochenende halt bei mir. Haben halt hier ein bisschen mit dem Ball und so rumgekickt. Und dann hat Jan den irgendwie voll gegen den Bilderrahmen gehauen. Und ja, dann mit der Zeit habe ich halt bemerkt, dass die Luft raus ist. Ist natürlich sehr schade. Vor allem, weil ich dafür für den hier echt viel Geld gezahlt habe. Also eigentlich Rape. Ich habe 90 Euro oder 95 Euro oder sowas gezahlt. Wobei man den eigentlich schon für 40 bis 60 Euro bekommt. Ist natürlich jetzt etwas traurig und dann die Leute, die schreiben, yo, Kiel, tunkt den Wasser und sowas. Ich meine, ich muss dafür extra in so eine Badewanne komplett voll machen, damit ich den komplett unter das Wasser tunken kann. Und das ist mir eigentlich irgendwie ein bisschen zu aufwendig, wobei ich das echt mehr machen sollte. Genau, Freunde, das auf jeden Fall zum Beachball. Ist jetzt nicht mein Favorite Item, das sind halt alles, die ganzen 5 so ungefähr meine Lieblings-Items. Genau, Freunde, kommen wir auch schon direkt zum zweiten Item, und zwar ist es einmal der Supreme Rasierer. Sollten eigentlich auch der Großteil von euch wissen, dass ich den besitze. Den habe ich freundlicherweise von New Plugs Plug zugesendet bekommen. Habe ich auch öfter jetzt schon mit denen zusammengearbeitet. Die senden mir immer mal ein paar Accessoires rüber, was auf jeden Fall überkorrekt ist. Das ist eine Andes in Kollaboration mit Supreme Collab. Das heißt einfach einen normalen Andes Rasierer, der normal auch, glaube ich, 129 oder 130 Euro kostet, halt mit Supreme zusammen steht, dann fährt Supreme drauf. Und ja, der hat auch Retail 130, glaube ich, gekostet, das heißt kein Unterschied irgendwie zum Original Andes Rasierer, Andes, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry. Allerdings liegt der im Resale, glaube ich, bei 220 Euro, 220 Euro vielleicht, ich bin mir nicht genau sicher. Und ja, Freunde, bei dem Rasierer hatte man alles dabei, verschiedene Aufsätze von 1 bis 16 bis 28 mm, alles am Start, aber ich benutze natürlich nur das, aber ja, ist leider schon leer, wie man vielleicht hören kann, der hatte eigentlich schon ein bisschen Akku, aber ich habe den tatsächlich schon jetzt des Öfteren benutzt, halt mal eben um die, ihr wisst Bescheid. Kann man tatsächlich auch aufladen, aber es ist ein UK-Anschluss und ich habe tatsächlich keine UK-Steckdosen hier. Genau, Freunde, das auf jeden Fall zum Rasierer. Wirklich sehr, sehr krasses Teil. Hätte ich mir sogar fast mal auf der Sneakernis für 250 Euro geholt.
kommen wir dann zu den mit praktischsten Supreme Accessoire, was ich besitze. Und zwar ist es diese Supreme X Mophi Powerbank, Mophi Charger, wie auch immer. Ist halt einfach eine ganz normale Powerbank, habe ich auch schon mal im Video gezeigt. Ebenfalls von YourPlugsPlug zugesendet bekommen. Auf jeden Fall mega Shoutouts gehen raus. Die hat mir echt wortwörtlich öfter, nee, das kann ich nicht sagen. Ja, hält auch überlang. Also ich glaube, wenn man die komplett aufladet oder so, kannst du dein Handy damit dreimal aufladen. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Kostet Retail, glaube ich, knappe 100 Euro oder sowas und Resell vielleicht 120, 130 Euro. Gibt es auch noch eine zweite Variante von, die halt ein bisschen größer ist und ein bisschen mehr Akku hat. Aber ja, die finde ich auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr fresh. Sieht sehr, sehr cool aus, sehr cooles Design. Gibt es auch noch in Schwarz, ich fand jetzt Rot besser. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Accessoire, was auch noch sehr hilfreich ist. So, Freunde, kommen wir dann auch wirklich zu einem sehr, sehr hilfreichen Accessoire. Ich weiß, das war auch. Und zwar ist es hier diese Supreme X Lacoste, kann man sehen, ja, einigermaßen. Supreme X Lacoste Shoulderbag, die habe ich mir tatsächlich schon letztes Jahr irgendwann in Oktober, irgendwie Oktober, September geholt. Die hatte ich auf jeden Fall schon vor unserer Berlin-Reise. Ist übercool, das Ding. Also auf jeden Fall kann man das zu jedem Fit halt einfach tragen, weil es halt einfach schlicht weiß ist. Kostet vielleicht 180 Euro oder so. Ist schon ein bisschen teurer, weil es halt eine Lacoste-Kollabo ist. Ja, hier am Band steht auch nochmal ganz oft Supreme und Lacoste drauf. Hier ist auch ein Streifen. Nee, aber ist wirklich mega cool. Hat mehrere Fächer, wo man halt, keine Ahnung, seine Powerbank, sein Handy, ein bisschen Münzgeld und sowas alles reintun kann. Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool. Qualitativ macht ihr auf jeden Fall auch einen stabilen Eindruck. Also der Reißverschluss hat jetzt eigentlich noch nie irgendwie komplett reingechockt oder sowas. Die ist nicht aus echtem Leder, also glaube ich zumindest, ich glaube das Kunstleder. Aber ja, ansonsten halt auch wirklich sehr freshes Design. Das auf jeden Fall zur Tasche. Wie gesagt, habe ich mir letztes Jahr im September geholt. Freunde, kommen wir dann auch schon direkt zum letzten Accessoire, was ich tatsächlich auch von YourPlugsPlug zugesendet bekommen habe. Und zwar solltet ihr es eigentlich alle gesehen haben im letzten Video, ist es der Supreme X Steif Teddybär. Ich habe mich einfach in diesen Teddybär verliebt, der ist einfach so cool, ey, Real Talk, Freunde. Das ist einfach so ein Baba-Ding. Einfach mit diesem Supreme Box Logo Hoodie, sieht überfresh aus, vor allem wenn man, komm, oder, ja, wenn man die Kapuze aufsetzt, wirklich sehr, sehr cool. Klar, ist ein normaler Teddybär mit einem Supreme Pullover, ist ein bisschen unnötig, aber wie gesagt, freundlicherweise von YourPlugsPlug zugesendet bekommen. Der kostet Retail 120 Euro, 120, 130 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht auch 200 Euro, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall geht der Resell für ca. 250 bis 300 Euro weg. Und Freunde, kleine Real-Life-Story dazu, das haben mir einige in die Kommentare geschrieben. Diese Steif-Teddybären, die gehen wirklich bei Bares für Rares, eine ZDF-Sendung, wirklich, wenn die 10 Jahre alt sind oder sowas, für wirklich gut Geld weg. Deswegen, den werde ich auf jeden Fall so lange behalten, bis der 10.000 wert ist. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, Freunde, das soll es dann auch soweit zu meinen Lieblings-Supreme-Accessoires, eigentlich hauptsächlich Accessoires gewesen sein. Ja, doch, gewesen sein. Freunde, schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was von den 5 Sachen euch am besten gefällt oder auch vielleicht allgemein, was ihr von Supreme am coolsten findet. Ich könnte auch, keine Ahnung, Supreme Pinball Maschine oder Supreme Motorrad, was auch immer. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ich lese mir alles durch. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei Peakis vorbei, schaut bei YourPlugsPlug vorbei. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Sachen von Supreme. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.